30 Stück, über 30 Stück habe ich geöffnet. Warum kommt da nichts raus? Ist das zu viel verlangt aus 110 Free Chests? Falls ihr noch auf der Suche sein sollt nach günstigen Spielen oder stark reduzierten Guthabenkarten, wie beispielsweise iTunes-Guthaben, dann checkt gerne mal meinen Partner aus, und zwar G2A. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal. Mit dabei auch der Clash Games. Hallöle. Hi, Freunde, was geht? Ja, ich würde sagen, wir machen heute mal ein kleines Battle. Und zwar werden wir uns heute mal die Brawler-Sprüche auf Deutsch gegenseitig vorlesen. Und wir müssen dann erraten, welche Brawler das sein könnten. Das sind insgesamt 3 Sprüche. Und ich diese nicht erraten kann, ziehe ich eine Megabox. Wenn Kevin meine Sache nicht erraten kann, meine Sprüche, dann öffne ich für ihn Free Chests. Also 10 Free Chests. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Ich bin gespannt. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, Leute. Zeigt mir, dass ihr das Projekt feiert. Und da machen wir auch einen zweiten Part. Schaut außerdem gerne auf Instagram vorbei. Da bin ich auch aktiv. RealPad1. Der Name ist auch unter meiner Fratze. Dann würde ich sagen, legen wir mal sofort los, wenn du ready bist. Ja, ich bin ready. Der Gast fängt an. Du kannst mir mal die ersten Sprüche zuschicken. Ich würde sagen, ich fange mal an mit was Einfachem. So, ja. Ich nehme mal den Spruch. Spruch 1, ich bin bereit zu dienen. Spruch 2, neue Kunden. Spruch 3, ouch. Ja. Also, was sagst du? Hast du schon eine Idee? Ich habe eine Idee und ich bin mir noch dazu sehr sicher, dass das Barley ist, weil ich den auch genommen habe. Oh mein Gott, mega lustig. Was ein Zufall, ey. Ja gut, also es gibt die Sprüche noch, ich bin bereit zu servieren, das hast du ja sogar auch. Ein anderer Kunde, das hat er auch noch mal. Und eine weitere Runde, sagt er auch noch. Another round, das kennt ihr wahrscheinlich noch. Ja, ja, Mann. Das heißt, ich konnte es erraten. Ja, die Runde bleibt leer, ne? Aber mal schauen, ob es weitergeht jetzt. So, und zwar werde ich dir jetzt mal meine ersten Sprüche vorlesen. Ich schreibe dir die auch gleich rein. Also, der erste Spruch lautet, nach Hause rennen. Dann das zweite ist, Blasenproblem. Und das dritte ist, Basisblase. So, ich packe die Sprüche auch nochmal ganz kurz hier rein. Dann kannst du dir die auch nochmal durchlesen. Das sind die Sprüche. Es ist, ja, ein bisschen komisch gepackt, aber ich glaube, du könntest vielleicht drauf kommen, um Ecken. Ja, also ich dachte so zuerst, hättest du jetzt, also ich muss sagen, das mit dem Blasenproblem und Basisblase, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber ja, es gibt nur einen Brawler, der irgendwas mit Blasen zu tun hat. Ja. Und das ist nämlich die Kneipenschlägerin, weil die hat ja ihre Kaugummiblase. Deswegen logge ich einfach mal Kneipenschlägerin, aka Bibi, ein. Bibi ist richtig krass. Da kamst du drauf, weil die Sprüche, also eigentlich sind die Sprüche eingedeutscht das Gleiche, würde ich sogar fast sagen, ne? Wenn man sich das mal vor Augen hält. Home Run, Bubble Trouble und Base Bubble, sagt die, dann ist das eigentlich, ne, man sagt ja auch im Deutschen nicht nach Hause rennen beim Baseballspielen, sondern man sagt ja Home Run, ne, aber gut, ich konnte jetzt nicht Home Run machen, weil das wäre zu offensichtlich gewesen, aber du hast das recht, du konntest den Brawler erraten und das heißt, ja, es passiert wieder nichts, oder? Ja, aber jetzt muss ich dir sagen, jetzt wirst du etwas aufmachen. Oh, jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich gespannt. Okay, dann schieß mal los mit den Sprüchen. Also, ich würde sagen, der erste Spruch ist... Ja. Mit den Fischen schlafen. Mit den Fischen schlafen? Das ist echt... Der zweite Spruch, ich rieche eine Ratte. Okay. Und der dritte Spruch... lege ich nicht mit meiner Crew an. Ich schicke dir auch noch mal eben kurz in Discord, dann kannst du die auch noch mal durchlesen. Ja, ja. Boah, das ist schwierig. Bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob du darauf kommst. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also, dieser letzte Spruch erinnert mich irgendwie an Cole. Dieses, leg dich nicht mit meiner Crew an, don't mess mit my team oder irgendwie sowas. Ich glaube, da verbinde ich irgendwas mit, aber... Ich würde einfach mal sagen, mit Fischen schlafen und ich rieche eine Ratte, ist jetzt auch nicht so, ne, Cold-Style, sage ich mal.
I sleep with Red. Ja, ich weiß es nicht. Ich würde einfach mal. Oder Bull vielleicht? Kann Bull möglich sein? Ich weiß es nicht. Ich lock Bull ein. Irgendwie, ich habe ein besseres Gefühl bei Bull. Okay, du sagst Bull. Ja, und? Ist es falsch? Ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch, du darfst deine erste Megabox aufmachen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir spannend. Sag mal, wer es war, nachdem ich die Megabox geöffnet habe. Ja, okay. Okay, dann würde ich sagen, ich ziehe mal die allererste Megabox. Ich bin gespannt, wir gehen in den Shop rein. Ich habe hier sogar ein Megabox-Angebot. Da lassen wir uns nicht lumpen. Die Wahrscheinlichkeit, einen legendären Brawler zu ziehen, liegt bei 0,05%. Ab geht die Post. Und wir haben 5! Mann, immer noch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Schade. Leute, okay. Übrigens könnt ihr Clash Games unterstützen mit dem Creator-Code Clash Games. Ne? Also einfach hier eintragen. Ehrenmann, Junge. Genau. Übrigens war der gesuchte Brawler Crow. Kevin und ich waren mal wieder so lost, das zu erwähnen. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal zum nächsten Brawler rüber. Ich glaube, den wirst du erraten. Du hast den ersten auch schon erraten, ne? Ja, okay, gut. Mhm. Ich guck mal. Ja, ich merke, irgendwie sind alle so easy, oh nein. Okay, ich fange einfach mal an. Und zwar, ja, schick mir das Schwerste, was du hast. Okay, gut, ich würde sagen, ich fange mit dem Schwersten jetzt an. Und zwar ist das erste Spruch, steck eine Gabel in mich, ich bin fertig. Oh mein Gott. Der zweite Spruch ist, pass auf deine Manieren auf. Und der dritte Spruch ist, ich bin Zucker und Gewürz. Hast du eine Idee? Also, ich muss sagen, ja? Auf Englisch übersetzt ja? Kann ich das sogar auch nachsprechen, würde ich sagen. Ja. Warte mal. Jetzt kommen wir, ne? Einmal Stimmlage. Don't mind your manners. Nein. Ja, okay, also, ich glaube, du weißt es. Mist. Tatsächlich, welcher Brawler das ist. Mhm. Und zwar ist der Brawler O. Keeper. Ja. Sugar and Spice ist die andere Übersetzung. Genau. Das erste, ich weiß nicht, wie das übersetzt ist. Aber, stick a fork in me, I'm done. Ah ja, total. Okay. Ah, Mist, ich dachte eigentlich, ja gut, da war ich vielleicht zu nett, aber das heißt, die Free Chests bleiben auch jetzt verschont. Und ja, dann kannst du mal rübergehen zu deinem nächsten, ne, würde ich sagen. Da bin ich jetzt auch mal wieder sehr... Okay. Das könnte schwierig okay. sein. Okay. Also, das erste ist, hab ich etwas getan? Aha. Das zweite ist, Genen erstaunlich. Ich hab's schon, warte, ich hab ich auch. Sandy. Oh Mann. Ey, nee, als ob. Doch, das ist. Warte mal, ich muss ja keine ziehen. Komm, ich mach eine Trost-Megabox. Oder sollen wir Trost-Free-Chests öffnen? Komm, wir machen ja, mal. Komm, wir gönnen komm, mal 10 Free-Chests machen, weil ich es so schnell erraten konnte. Ne? So, dann machen wir es. Zack. 2, okay. Und weiter geht's. 2. Und weiter geht's. Also wir machen immer 10, wenn der Kevin das quasi nicht erraten kann. Aber jetzt ist es gerade einfach nur als kleiner Trost am Rande. So. 6 ziehen wir noch und immer noch nix. Ich habe letztens in, ich glaube, 70, jetzt. Ich glaube, ich habe in 70 Free Chests habe ich 4 Brawler gezogen, ne? Das ist krass gewesen. Ich habe einen legendären aus einer Free Chest gezogen, 2 super seltene oder 2 epische, glaube ich sogar, und einen super seltenen. Also das war schon eine gute Rate. Also ich glaube heute, wird das hier nichts, ne? Heute passiert das, glaube ich, nicht. Komm, auf 99 gehen wir noch. Auf 99? Ne, da kommt nichts raus, Leute. Da kommt heute nichts raus. Okay, das ging ja relativ schnell, würde ich mal sagen, ne? Ich schicke dir jetzt trotzdem meine nächsten Sprüche rüber. Ich muss mal gucken. Ah, die sind... Ich glaube, ich war zu nett. Nächstes Mal müssen wir wirklich komplett... Ja, ein bisschen schwierigere Sachen nehmen, wo man wirklich nur noch munkeln kann. Wenn ihr eine zweite Episode wollt, Leute, gerne ein Like da lassen und abonnieren nicht vergessen. Dann seht ihr natürlich auch, wenn wir eine zweite Episode raushauen sollten, dann werden wir wirklich schwierige Sprüche machen. Aber kommen wir mal zum nächsten Brawler. Und zwar fängt es an mit Fühle die Kraft der Musik. Das ist der erste Spruch. Dann, hallo, du hast meine Gitarre kaputt gemacht. Und der letzte Spruch wäre, gib mir einen Schlag.
Ich mache jetzt sogar für dich jetzt mal meine Bildschirmübertragung. Oh nein, oh nein. Ich bin sofort wieder da. Oh nein, okay, Leute. Das weiß er, das weiß er. Ich höre dich gerade nicht, aber... Jetzt bin ich gespannt. Ich denke mal, wir haben hier den Kandidaten, den ich gerade versucht habe zu beschreiben, höchstpersönlich vor Ort, ne? Da brauche ich dir gar nichts mehr erzählen. Ja, muss ich doch die Antwort abgeben oder war es offensichtlich? Ja, ich weiß, dass du B meinst, alles gut. Nein, natürlich Poco, ne? Gut. Das heißt, auch hier sind wir verschont. Ey, wir müssen das Spiel glaube ich, umstrukturieren, dass wenn wir was richtig haben, eine Megabox ziehen müssen. Ja, oder? Ich glaube auch, wir sind zu gut irgendwie. Ja, komm Leute, wir machen das dann so, wenn wir richtig liegen, dann ziehen wir eine Megabox. Es passiert hier heute gar nichts mehr. Ja gut, also wie gesagt, dann ziehen wir jetzt eine Megabox für die richtigen Sachen und wir haben hier sogar zwei. Ja komm, wir machen einfach mal zwei. Jetzt gönnen wir uns, weil der Preis ist 2 für 1. Das passt schon, würde ich sagen, ne? So, dann kaufen wir und die erste Megabox. Gönn! Zack! Gönn! Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Es kann doch nicht wahr sein. So, dann kommen wir zur nächsten Megabox, die zweite. Leute, schreibt mal Hashtag Gönn in die Kommentare und 5. Es ist doch nicht normal hier. Warum, Leute? Warum passiert uns das? Nicht. Es ist nicht normal, ne? Okay, Leute, das waren jetzt die 3 Brawler, die wir uns rausgesucht haben. Komisches Prinzip heute, weil wir alles erraten konnten. Aber ich würde sagen, wenn ihr einen zweiten Teil haben wollt, wo wir uns wirklich total schwierige Sprüche raussuchen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich mache jetzt nochmal ein Abschluss-Opening. Komm, hier 99, zack. Ich öffne jetzt einfach die ganze durchgehend. Komm, Free Chest, bis 80 runter. Ich muss doch hier irgendwas ziehen, oder? Das kann doch nicht normal sein, oder? Komm. Leute, ich tippe so schnell, ne? Irgendwas. Ich ziehe so lange die Free Chest, bis ich jetzt eine Sache ziehe. Komm, machen wir es so, Leute. Eine Free Chest muss uns heute gönnen. Es muss doch irgendeine Free Chest da draußen sein, die was gönnt. Hallo! Das ist doch nicht normal. Ich hab jetzt schon 20 Stück, 30 Stück, über 30 Stück habe ich geöffnet. Warum kommt da nichts raus? Letztens haben wir so schnell 4 Brawler gezogen. Also, die Zahl 2, ich kann die Zahl 2 nicht mehr sehen. Wird da noch was rauskommen, Kevin? Oh, ich sehe hier ganz, ganz schlechte Tendenzen bei dir. Warum kommt da nichts raus? Ich glaube, die 4 Brawler, die wir aus Features gezogen haben, war die letzte Lektion für uns. Komm, jetzt ja, nachziehen. Alter, ich habe noch 50. Das kann doch nicht wahr sein. Einen Brawler. Ist das zu viel verlangt? Ist das zu viel verlangt aus 110 Free Chests? Alter Schwede, wir müssen was rausziehen. Alle 110 werden verballert, wenn es sein muss. Was sagst du? Geht noch ein Brawler? Komm, mir fehlen auch noch 6 Brawler. Wie kann das denn sein? Ey, ich glaube, heute gönnen die uns gar nicht. Was soll das denn? 30 Free Chests habe ich noch. Ey, ist das ein Bug? Also langsam frage ich mich, ob das... Was hier... kannst du denn noch ziehen? Ich kann noch insgesamt... ich habe ein Gadget gezogen! Guck mal, sogar für Poco! Passt ja. Ja. Jetzt müssen wir aber noch eine glatte Zahl machen. So, 20 und warte, 20. Ja, okay, er gönnt nicht. Komm, ein unter die glatte Zahl. Okay, reicht, Leute. Ja, ich würde sagen, immerhin haben wir ein Gadget über eine Free Chest gezogen. War doch gut. Nach 90 Free Chests, letztens 4 Brawler aus 60 Free Chests. Naja, kann man mal machen. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Schaut gerne bei Kevin vorbei, da haben wir auch was aufgenommen. Der Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein und ciao. Ciao.